So könnt ihr euch von Trondvik von Bregelsaum verabschieden und tretet dann an die alte Residenz. Nachdem ihr geklopft habt, könnt ihr erkennen, wie der Kanzler und Verwalter Gerwulf von Gareth euch die Tür aufmacht, sich einmal vor euch verbeugt, euch natürlich wiedererkennt und euch dann neugierig anblickt. Oh, die Helden von Gareth, wie kann ich euch dienen? Wir wünschen eine Audienz beim jungen Selindian Hal. Bei Selindian da selbst. Nun. Habt ihr einen Termin? Leider nicht. Wir reisten erst kürzlich an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Alara Palligan mit dabei sein sollte, als Vorsitzende, also als Versteht, dass es von allerhöchster Dringlichkeit ist. Außerdem wollen wir sie doch auch nicht aus ihrer wichtigen Sitzung im Boron-Tempel herausreißen. Das wäre ja wirklich unverantwortlich. Oder wollt ihr sie etwa jetzt aus dem Boron-Tempel herauszerren? Ich glaube, das wäre nicht so gut. Außerdem, ihr zweifelt doch nicht etwa an, dass Selindian Hal diese Kleinigkeit selbst regeln kann. Und geht es um die offizielle Staatskunst? Da ist er leider Alara obstellt. Beziehungsweise Alara ist ihm obstellt. So rum. Oder wollt ihr Privates mit ihm klären? Wir bringen Nachrichten aus dem Osten seines Reiches. Das kann ich leider nicht ganz deuten. Verzeiht mir, ihr Helden. Privates. Er macht die zweiflügelige Tür auf und würde euch dann die Treppe nach oben deuten. So Habt könnt ihr ihr an der Wendeltreppe nach oben steigen, in das erste Obergeschoss und über die Galerie, von der ihr schon vor einigen Wochen, Monaten bedroht worden seid mit Armbrüsten, könnt ihr dann weiterlaufen, bis ihr dann an einer großen Bibliothek angekommen seid. Davor hängen noch Werke, Wappenkunde, verschiedene Stammbäume der Familie von Gareth, große Porträts, unter anderem von Reto, von Kaiser Hal. Und wenn der Kanzler dann die Tür öffnet, könnt ihr sehen, wie Selindian hier vor einem Buch sitzt. Eine riesige Bibliothek, die hier noch einmal ihr eigen genannt wird. Und könnt dann eintreten. Er schaut euch aus verträumten Augen an. Vor ihm steht ein Becher, der dampft. Und nickt euch zu. Hallo. Oh, gut seht ihr aus, gut seht ihr aus. Kaiserlicher Hoheit, wir bringen dringende Nachrichten. Wer seid ihr? Ich bin Boltax, aber wir kennen Verzeiht. noch. Ich bin Jarlan Goldhand und die sind meine Gefährten. Ja, ich bin Selindian Hal. Wir trafen uns erst unlängst auf einer Feier in Gareth. Ihr erinnert euch? Nein. Ja, das ist nicht so schlimm. Also, wir sind eigentlich gute Freunde. Da haben wir uns angefreundet. Meine Frau Großmutter ist leider gerade nicht da. Ja, wir wollten auch mit euch sprechen. Ja. Nun, ihr sitzt auf dem Grafenthron, nicht wahr? Er überlegt, trinkt einen Schluck von dem Tee. Ja. Nun, dann Der seid. steht unten. Sollte ich ihn euch zeigen? Oh nein, dies ist nicht nötig. Aber dann seid ihr auch derjenige, der hier die Entscheidungen zu treffen hat. Ich würde mir gerne mal den Tee angucken. Ist das der, den ich gestern auch getrunken Natürlich ist habe? der Rat eurer Großmutter von allergrößtem Wert für euch. Würfel mal eine Aber am Ende Sessionprobe, des Voltax. Ja. Tages müsst ihr es doch sein, der den Ton angibt in diesem Hause. Ja, aber ich bin noch nicht 18. Meine Großmutter verwaltet das alles, weil ich das noch nicht kann. Natürlich. Und wir sind uns sicher, dass sie euch nach bestem Wissen und Gewissen berät. Ja, Boltax, du bist ja nicht ganz sicher. Es könnte eine Nummer stärker sein. Ah, den Tee hatte ich gestern auch. Macht ein bisschen schläfrig, finde ich. Ich weiß nicht, meine Großmutter hat gesagt, ich soll den trinken. Ah, okay. Ist ja auch verständlich. Deine Oma will sicherlich nur das Beste. Ich kenne sie noch, da war sie nie älter Du als du. sollst sie nicht Oma nennen, das macht sie so alt. Oh, aber sie ist also etwa mein Alter. Also. Kaiserin Witwe will sie genannt werden. Ah, gut. Also, Alara ist ja gerade im Boron-Tempel, nicht wahr? Ich glaube ja, bei Ah. Stygomar. Ja, mit dem habe ich gestern auch gesprochen. Ein sehr netter Mann. Du bist auch nett. Danke, du auch. Also, Selindian, jetzt wo wir uns hier näher kennen, wir hätten da eine Bitte, nicht wahr, Jala? Selbstverständlich doch.
Ich werfe einen defizilen Seitenblick erst auf den Becher und dann auf Zudermin. Ihr habt sicherlich von einem schwarzen Drachen gehört, der euer Reich verwüstet. Nein. Also nicht Hoheit. Nein, was für ein Drache? Oh, da kann ich euch Geschichten erzählen. Ein furchtbares Biest. Er heißt Razzazor und wir kämpfen schon sehr lange gegen ihn. Und es ist die oberste Pflicht aller lebenden Wesen, einen Drachen zu Fall zu bringen. Denn Drachen sind böse. Wisst ihr, Drachen sind das Furchtbarste, was es gibt. Dolamin. Und jeder Mensch muss sich gegen die Drachen wehren. Dolamin, mit dem Jungen stimmt was nicht. Könnt ihr was tun? Ich müsste an seinen Becher. Eure kaiserliche Hoheit, darf ich euer Getränk segnen? Sehr gerne. Aber warum denn? Das ist Tee von meiner Großmutter. Nun, damit euch der Segen der Göttin zuteil wird. Es könnte auch ein anderes Getränk sein, aber da ihr nun gerade eines hier habt, wollt ihr einen Becher Wein bringen lassen. Ich weiß nicht, ich darf keinen Wein trinken. Nun, dann wird der Tee sicher genau das Richtige sein. Würfel mal eine Überredenprobe, erleichtert um 7. Ihr seid Harald der Zweite, ihr könnt trinken, was ihr wollt. Wirklich? Erleichtert um 7 plus erleichtert meine um sonstigen ja, Erleichterungen? Klar. Also er ist nicht an deiner herausragenden Schönheit interessiert, aber du siehst halt sehr vertrauenswürdig aus und er steht unter Drogen. War nicht so viel. Er nickt dir zu. ja, okay. Gut, ich glaube, dann wäre eine Reichung des Amethyst angesagt. Kann ich ihn, während Zulamin das macht, mit einer Heilkunde-Seele-Probe versuchen zu manipulieren? Klar. Würde ihm nämlich gerne gewisse Vorbehalte gegen Drachen und alles Exische einführen. Oh, Junge. Ja, kannst du machen. Kannst ihm Vorurteile gegen Drachen einflüstern. Wenn du den Kaiser manipulieren willst, hey. Habe ich kein Problem mit. Ja, willst du nicht so in sein Ohr flüstern oder? Nö, ich erzähle ihm das negativ über die Drachen halt. Das habe ich ja eben schon getan. Grimon-Schlangenzunge. Und die Drachen, wisst ihr, sie sind furchtbar und böse, denn alles Finstere kommt ursprünglich von ihnen. Und ihnen gebührt unser ganzer Hass und unsere Aufmerksamkeit, denn wir müssen also mit all unserer Kraft uns gegen die Drachen wenden. Und das wird irgendwann auch eure hochheilige Aufgabe sein. Ich, als dein guter Freund, vertraue jetzt darauf. Ja, währenddessen kann Zulamin ihr Reichung des Amethyst sprechen. Gut. Dazu müsste ich die Giftstufe wissen. Die kann ich nachträglich abziehen. Aber davon hängt ab, was für ein Grad ich sprechen müsste. Hoch. Hoch. Ich weiß nicht, wie diese Liturgie funktioniert. Lies einfach mal die Wirkung vor. Diese Liturgie bekämpft die Auswirkungen von Rauschzuständen, egal ob sie durch Drogen oder Magie verursacht wurden. ZFP-Stern von Zaubern, die Rauschzustände verursachen, werden um LKP-Stern gesenkt. Die Wirkung von Rauschmitteln wird vollständig aufgehoben. Gifte ohne Rauschwirkung sind mit dieser Liturgie nicht zu neutralisieren. Sie wirkt lediglich gegen Rauschmittel. Da steht nicht, dass die Stufe des Giftes davon... Grad 2 neutralisiert die Giftwirkung von Rauschmitteln bis zu einer Stufe von 6. Grad 3 neutralisiert bis zu einer Stufe von 12. Ja, bis 12 brauchst du. Okay. Sind dann 15 Karma, ne? Mhm. Gut, dann gehen wir die Modifikatoren durch. Es ist nicht eine richtige Notlage. Ist es eigensüchtig? Eigentlich nicht. Ich tue das nicht für mich, sondern nee, für die nicht. Menschen. Es ist kein heiliger Boden. Es ist kein dämonischer Boden. Bin ich in Harmonie mit dem Weltgeschehen? Eigentlich schon. Ich komme gerade aus dem Raya-Tempel. Ja, also es ist schon Tag her, aber ja, bist du. So. Gut, ist das dann eine Minus 2? Minus 2. Gut. Die Lindian-Altbrecher?
Selindian ist kein Einbrecher, nein. Er sein können. Dann ist es Grad 3, dann ist es noch eine plus 2 und Mitbeter und so sind egal. Das heißt, es ist um 2 erschwert. Gut, was musst du sprechen, was musst du tun mit dem Tee? Moment, ich beschreibe es kurz. Zulamin nimmt aus einem Beutel am Gürtel einen Amethysten. Mit der anderen Hand hält sie den Becher und sie hält dann den Amethysten so über den Becher, sodass den jeder sehen kann. So wie man es mit einer Oblatte tun würde. Und dann segnet sie das Getränk und den Stein und bittet die Göttin um Klarheit und Einsicht für Selindian. Und reicht ihm dann sein Getränk mit einer Verbeugung zurück. Ja, er schaut dich an. Aber ich habe gerade gar keinen Durst. Würfel mal eine Überredenprobe, minus 7. Gehst du jetzt hier auf den Patzer oder was wird das? Ich habe keine Ahnung. Er hat halt gerade keinen Durst. Aber na gut, fängt dann an zu trinken. Ein Schluck nur, das erfreut die Göttin. Ja, setzt dann ab. Klappt das Buch zu, ihr könnt sehen, von Dexter Nemrod, vom Wesen des Staates. Also eine urlangweilige Lektüre von eurem ehemaligen Lehrmeister. Und schaut euch dann an. Was tut ihr hier? Herr Kaiserliche Hoheit, wir bringen wichtige Nachricht aus dem Osten des Reiches. Der schwarze Drache droht, es zu verwüsten. Wie unter euch die Tür aufgerissen wird und die beiden Flügel wieder zugeschmissen werden. Irgendwie jemand kommt wohl rein und ist sauer. Das könnt ihr hören an dem Klackern der Schritte. Herr Kaiserliche Hoheit, das Reich benötigt eure Truppen. Meine Truppen? Um den Drachen zu töten. Geh mal in Richtung der klappernden Schritte ein Stückchen. Und ihr seid doch dafür zuständig, dass Rohaya mir den Thron weggenommen hat. Kaiserliche Hoheit, Rohaya ist nicht hier. Ihr sitzt auf dem Grafenthron. Woltak, so kannst du erkennen, wie Rohaya gerade die Treppen nach oben läuft über die Galerie. Mit Rohaya? Mit rotem Gesicht. Woltak, ihr? Rohaya? Rohaya? Warum seid ihr in diese Verschwörung verwickelt? Ihr solltet bei Answin sein. Es scheint, als wäre eure Schwester hier und wir könnten diese Angelegenheit gleich klären. Wie wunderbar. Sie eilt an Boltax vorbei. Hinter ihr könnt ihr noch den Kanzler erkennen, der euch eben selbst zu dieser Bibliothek gebracht hat. Der versucht noch so zu entschuldigen, aber gut. Dann steht Rohaya an der Tür mit einem hochroten Gesicht. Ulamin verneigt sich angemessen tief. Sie ist ziemlich entgeistert, euch alle hier zu sehen. Selindian, warum bist du nicht in Ponin? Usurpator, ich bin ein paar Tage aus der Stadt und du fällst mir in den Rücken, stichst mir einen Dolch rein? Ich habe einen anderen Kaiser, einen anderen Usurpator zu besiegen und du reißt mir Gard unter den Fingern weg? Schaut wieder zu euch fassungslos, guckt euch an. Also, ich glaube eigentlich, Alara hat sie hergebracht. Ihn hergebracht. Die ist aber gerade im Boron-Tempel. Die hatte ihm auch diesen Tee gegeben, der einen so müde macht. Wir wollten ihm eigentlich nur helfen. Herr Majestät, welche glückliche Fügung. Wir sind von Answin zurückgekehrt. Ja, dann soll ich jetzt immer noch nur rumstehen und böse gucken? Hast du denn was zu sagen? Ist ein Punkt. Die Stadt gehört sowieso mir, Rohaya. Du hast sie mir geklaut. Ich hab was? Ich bin die rechtmäßige Kaiserin. Und du sitzt in Ponin und kannst von dort aus die Stadt als, weiß ich nicht, König regieren. Tu, was du willst in Almada, aber bleib weg. Mein Kaiserreich. Sie streiten sich so ein bisschen wie verzweifelte Geschwister. Und jegliche Staatskunst ist hier gerade gewichen. Rohaya ist immer noch unglaublich sauer. Also, nur damit wir das hier vernünftig zu Ende bringen. Zulamin, würdet ihr? Ich denke, das ist so eine Zulamin-Situation. Oder vielleicht eine Boltag-Situation. Ich weiß nicht, ob es klug ist, hier einzugreifen. Ich kann hier ein Silenzium machen. Dann nur Zulamin. Auf keinen Fall, Nein. Boltags, auf Zulamin keinen Fall. Macht einen Schritt nach vorne. Du bist genauso schlimm wie Answin. Bitte, vergesst nicht die Würde eures hohen Standes. Ich bin sicher, ihr könnt über alles reden. Warum seid ihr denn hier?
Das habe ich doch gerade gesagt. Kaiserliche Majestät, wir sprachen mit Answin. Er ist bereit, seine Truppen zur Verfügung zu stellen. Unter einer Bedingung. Er hat Galles eingenommen und marschiert jetzt auf Romeles. Was habt ihr da an der Tollmauer getan? Nun, Galles war von aus der Varunkai abgewehrt, euer Kaiserliche Majestät. Um genau zu sein, marschiert er auf Galottas Insel, um seine restlichen Truppen dort aufzuräumen. Und Galles war besetzt von Nekromanten. Vielleicht und jetzt seid ihr hier und unterstützt meinen Bruder? Also, tatsächlich kamen wir her, um mit euch zu sprechen, trafen dann allerdings überraschenderweise euren Bruder an. Ich hab doch gesagt, dass ich abreise. Nun, es ist lange her, dass diese Nachricht nicht zu uns vorgedrungen ist. Die Zeiten sind schwer in der Wildermark. Warum setzen wir uns nicht alle zusammen und reden über die Zukunft? Es gibt sehr viel zu tun. Sie ballt ihre kleinen Fäustchen. Euer Majestät, Rondras starker Arm ist jetzt vonnöten. Und zwar ein geeinter. Also ich würde mal... Gehen wir ins Zählenkabinett. Das klingt gut. Eine weise Entscheidung. Sie funkelt dich wieder giftig an. Ist wohl gerade mit ihrer Rondra-Kunst, mit Fex an ihrer Seite, nicht ganz... Ja, sie ist einfach nur eine sehr junge Kaiserin und weiß sich nicht ganz zu helfen. Man merkt, dass sie ihre Eltern früh verloren hat. Ich würde sagen, wir genehmigen uns jetzt alle ein Bier, setzen uns zusammen und reden mal über unsere Probleme. Nur ein paar Schritte entfernt von der Bibliothek und der Kanzlei könnt ihr dann in das Zedernkabinett eintreten und dann hier beraten, wie ihr es auch schon vorher einmal getan habt, an einem großen runden Tisch mit einem schwarzen Auge in der Mitte. Wie viele Eingänge hat dieser Raum? Ein. Dann würde Raffi mal einmal zunicken, die Tür hinter sich schließen und sich auf die andere Seite stellen, dass niemand noch zufällig hereinstürmt. Vielleicht besser so. Nun, wir waren gerade dabei, Informationen auszutauschen. Ihr sagtet, Answin von Rabenmund sei inzwischen wo? Er habe Galles eingenommen? Er hat Galles eingenommen, sagen die Späher, und jetzt marschiert er in Richtung Süden. Nun, wir können euch versichern, dass Answin von Rabenmund nicht vorhat, Romulus anzugreifen. Wir konnten ein Kontingent in der Regimentsstärke von Truppen des Asmodeus von Andergast auf Galottas Insel ausmachen, wo sie auch Verstärkung haben. Diese Verstärkung wurde in der Treumauer zerschlagen und als nächstes würde Answin diese Truppen dort nach besten Kräften aufreiben wollen. Ebenso, wie ich bereits sagte, ist er bereit, seine Truppen in den Dienst des Reiches und den Wohle unser aller zu stellen und den schwarzen Drachen zu schlagen. Unter einer einzigen Bedingung. Der ganze Hass gilt jetzt dir. Euer Majestät, er möchte seinen Botschafter zurück. Wen? Hört mir zu, er verlangt nicht einmal eine Entschuldigung oder irgendetwas. Er möchte den Mann einfach nur wieder haben. Wen? Alvan von Unter aller Tissen. Ihr erinnert euch? Er kam, um euch Answins, nennen wir es, Bürgschaft anzutragen und ihr ließt ihn einsperren. Ich bin die Kaiserin des Mittelreiches, ich mache keine Kompromisse. Er hat mir zu dienen oder ist ein Verräter? Euer Majestät, dies entspricht der Wahrheit und Praios ist in diesen Worten mit euch. Aber wir können es uns nicht leisten, zu diesem Zeitpunkt einen Waffenkampf mit Answin von Rabenmund ankommen zu lassen. Um genau zu sein, ohne seine Nordmänner können wir es uns nicht einmal leisten, es auf einen Waffengang mit den Drachen ankommen zu lassen. Was soll ich ihm denn noch geben? Als nächstes verlangt er 1000 Dukaten, als nächstes verlangt er wieder eine Kleinigkeit. Euer Majestät, dies wird wohl die letzte Kleinigkeit sein. Wenn ich einmal nachgebe, dann zeige ich Schwäche. Ich bin die Kaiserin! Ich beobachte mal dabei Selinienhal, seine Reaktion. Ich bin mehr vom Auge, vom schwarzen Auge fasziniert. Ich kann mich kaum selbst beherrschen, das Ding nicht anzugucken und ignoriere eigentlich den Streit zwischen denen. Selindian sieht interessiert aus, nicht mehr so apathisch, wie er eben noch war, weil die Drogen von ihm genommen worden sind. Aber er greift doch wohl gerade nicht ein. Er freut sich darüber, dass seine Schwester so in Rage ist. Euer Majestät, wir wollen euch hoch und herrlich versprechen, dass dies das letzte Mal ist, dass ihr mit Answin umgehen müsst. Sollte er danach noch einmal sein Haupt recken, werden wir ihn höchstpersönlich zu euch schleifen, in Ketten. Aber jetzt gerade
ist es das Wohle eurem Untertanen. Am besten, wenn ihr dieser Anfrage nachgebt. Die Herrin Rondra richtet gerade ihr Auge auf uns, auf diese Region. Sie hat ihr Auge auf Warung gerichtet und Warung wurde befreit. Nun richtet sie ihr Auge auf den schwarzen Drachen, den Mörder eurer Mutter. Und auch seine Zeit ist jetzt gekommen, wenn wir alle gemeinsam zuschlagen. Dazu, weise zu regieren, gehört es auch zu wissen, wann man eine Sache gut sein lassen muss, um Kraft für die großen Aufgaben zu haben. Rondra hat mich nicht gelehrt, zurückzuweichen. Keinen Schritt! Diesen lächerlichen Gecken frei zu lassen, kostet euch wenig. Ihr seid Kaiserin. Was ist im Vergleich dazu? Diesen Narr. Rondra hat euch wohl auch nicht gelehrt, an eurer Lanze festzuhalten, wenn es euch aus dem Sattel hebt. Ich brauch Answin nicht an meiner Seite. Ich werde ihn genauso wegfegen wie den schwarzen Drachen. Kaiserliche Majestät, es ist nicht möglich. Ihr sagt mir nicht, was nicht möglich ist. Raus! Alle! Euer Kaiserliche Majestät, wir werden euch weiter zur Verfügung stehen. Du auch, Selindian! Bosti, ist es möglich, was ich dir in den Chat geschrieben habe, während die anderen mit ihr geredet haben? Du kannst einen Odem wirken, klar. Wenn du ihn geodisch wirkst, ja, dann... Genau. Ja. Du merkst, wie ein großer Strudel aus astralen Kräften in dem schwarzen Auge ruht. Oh. Und du dich abwenden musst. Ja, dann mach ich meine Augen wieder zu. Raus! Ja gut, aus einem so direkten Befehl kann man sich schlecht widersetzen, würde ich sagen. Aber ich spekuliere mal ein bisschen darauf, dass es schön ist, dass Selindian mitkommt. Ja. Selindian erhebt sich. Isarun, ihr nicht. Gewiss, euer Kaiserliche Majestät. Sie wartet immer noch hochrot, bis alle den Raum, das Celan-Kabinett verlassen haben. Ich sag noch zu Isarun, wir warten draußen, wenn ich an die Vorhine gehe. Ich nicke. Und als dann die schwere Tür wieder zugefallen ist und nur noch Isarun mit Rohaya dort steht, lehnt sie sich entkräftet auf den runden Tisch vor sich und blickt dich an. Könnt ihn haben. Ihr könnt ihn aus den Zellen befreien. Aber nicht offiziell. Ich habe keinen Millimeter weit nachgegeben. Das läuft inoffiziell. Ich verstehe, Euer Kaiserliche Majestät. Das ist ein guter Millimeter. Kein Millimeter. Wir werden es arrangieren. Wenn ihr erwischt werdet, werde ich jegliche Befehle dazu verleugnen, versteht ihr? Ich habe euch nicht beauftragt. Vollkommen verstanden. Aus. Isarun zögert noch einen kurzen Moment, ist so halb in dem Wunsch gefangen, die kleine Kaiserin doch mal in den Arm zu nehmen, weil das anscheinend sonst keiner tut. Aber das ist kein... Sie zittert vor Wut, vor Enttäuschung. Von ihrem Bruder verraten, ihre Mutter verloren. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, das stimmt wohl. Isarun ist ja auch kein Feigling. Sie tritt auf die Kaiserin zu und streckt ihre Arme aus und drückt sie an sich. Tätschelt ihr ein bisschen über die Haare. Es wird schon alles wieder gut werden. Versprochen. Danke, dass ich euch hab. Immer. So. Ihr wartet noch ein bisschen und drückt dich dann ein bisschen weg. Jetzt geht. Das werde ich tun. Wir haben viel zu tun. Auf bald. Dann folge ich meinen Gefährten. Als du die Tür öffnest, schreit sie noch einmal hinterher. Raus! Kann ich sie auch in die Tür schließen. Arbeite draußen direkt Selindian. Euer Hoheit, eure Schwester scheint derzeit nicht die weisesten aller Entscheidungen zu treffen. Deswegen solltet ihr am besten mir folgen. Ihr hattet damals in Punin die Wahl. Nun, ihr versteht, wir haben Eide geschworen. Wir alle. Auf das Mittelreich. Und ich bin der Kaiser. Der wahre Kaiser. Auf die meine Schwester ist gestorben.
Und seitdem bin ich der Kaiser. Und wenn sie wieder erweckt wird und nur noch untot ist... Auf die eine oder andere Weise, Euer Hoheit, wird es jetzt wohl an euch liegen, die Feinde des Reiches zu zerschlagen, wo eure Schwester nicht zu handeln vermag. Immerhin können nicht das Stier. Zeigt es diesem Drachen. Lasst den Drachen die Hörner des Stiers spüren. Können wir uns darauf verlassen, dass ihr uns in diesem Kampf zur Seite stehen werdet? An eurer Seite kämpfe ich gerne. Dabei blickt er finster zur Tür. Aber mit ihr habe ich nichts zu schaffen. Und mehr verlangen die Götter gar nicht. Meine helmadanischen Ritter werden es sein. Ich reiche meine Hand hin. Haben wir euer Wort als Ehrenmann? Als Ritter? Als Kaiser, er schlägt ein. Kommentiere ich nicht, aber ich nehme den Handschlag. Sehr gut. Und ich muss sagen, ihr habt einen prächtigen Bart. Gefällt mir sehr gut. Er fährt sich durch das Gesicht. Du siehst, ja, 2-3 Haare. Er boxt dir in den Bauch. Ah, seht ihr, er versteht den Zwergenhumor. Du bekommst 1-6 Schadenspunkte. Ja, ist in Ordnung. Erwartet unsere Nachricht, Euer Hoheit. Und einen Ratschlag noch. Nun, da ihr zugesagt habt, uns gegen den Drachen und natürlich auch die Nekromanten in seinem Gefolge zu unterstützen, solltet ihr sehr vorsichtig sein. Ihr solltet euren Leibmagier alle eure Getränke untersuchen oder besser noch verzaubern lassen, damit nicht irgendjemand euch vergiftet. Ich kann nicht vergiftet werden. Ich bin gestorben und wiedergekommen. Das seid ihr. Ich bin von Boron auserwählt. Nun, nicht jedes Gift tötet. Meine Großmutter beschützt mich. Dafür brauche ich nicht euch. Nun, es steht euch frei, meinen Rat anzunehmen oder abzulehnen. Ein Kaiser muss nicht belehrt werden. Dann könnt ihr sehen, wie die Tür geöffnet wird, Isarun nach draußen kommt und ihr es noch einmal hört. Raus!